In diesem Video möchte ich zeigen, wie Sie die zweite Übung zur ersten Lektion Teil 1 gestalten können, beziehungsweise absolvieren können. Und zwar geht es hier um diesen Schriftzug, den hier zu konstruieren, also CAD. Und das Ganze wieder ähnlich bei der ersten Übung mit als Pull-Linien möglichst, gegebenenfalls als Linien, wenn es um einzelne Segmente geht. Und auch hier müssen wir die Koordinaten entsprechend sich selber herleiten. Und ich würde auch hier wieder empfehlen, die zwei Methoden zu verwenden. Entweder die Eingabe über absolute kartesische Koordinaten direkt in der Befehlszeile oder halt über Raster und Fang, dass Sie das entsprechend dann einrasten, dann hier zur Kontrolle ablesen. Ja, wie gehe ich da vor? Zunächst werde ich hier die entsprechenden Layer wählen für die Buchstaben. Also gehe ich jetzt hier auf den Layer C. Ja, die gesamten Formatierungseigenschaften kommen jetzt hier über die Layer. Da ist das eingestellt, muss er nichts mehr groß einstellen bezüglich Farbe oder Strichstärke. Das erfolgt in den Layern. Schauen wir nochmal nach. Wo sind die Layer hier? Und Sie sehen, der Layer C und hat Strichstärke 0,5. Also Sie sehen, das kommt alles über die Layer. Und zeichne jetzt hier den Buchstaben C. Fange quasi wieder irgendwo an. Zum Beispiel bei diesem Punkt, der ist eh gegeben. Und zoome ich ein bisschen ran, damit ich das besser sehe. Gehe dann also auf Pull-Linie und gebe jetzt hier absolut die Koordinaten 190 für X und 170, nee, 70 für Y ein. Bestätige mit Enter. Jetzt hängt man das hier am Fadenkreuz. Jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich jetzt hier weiter zeichne in die Richtung oder hier in die Richtung. Entweder gegen oder mit dem Uhrzeigersinn. Ich entscheide mich, das Ganze, wenn man so will, mit dem Uhrzeigersinn zu machen. Also fahre jetzt hier zurück, ungefähr in die Richtung und gebe jetzt die Koordinaten ein, also 170 für x, und y wäre 50. Dann geht es weiter. Die nächste Koordinate wäre dann bei 150, 50. Dann die nächste Koordinate wäre 130, 70. Die nächste wäre 130, 110. Sie sehen, ist mir völlig egal, wo ich mit dem Maus hin zeige. Ja, der Vorteil ist, wenn ich jetzt mit dem Maus schon mal dahin zeige, dann kann ich sie unten ungefähr ablesen oder genau ablesen, weil ich ja Fang eingestellt habe. Ja, und könnte theoretisch jetzt auch das Ganze hier gleich fluchten über das große Fadenkreuz. Also hier sieht man jetzt, hätte ich jetzt hier 150, 130 und klicke jetzt einfach hier rein. Hier wieder. Da muss ich gucken, stimmt das jetzt? X wäre 170, ja, und Y 90, ne, Y müsste 100 sein, so, jetzt Pass, und noch eins zurück, und das wäre jetzt, X wäre 110, genau, und X wäre 160. So, und hier haben wir jetzt X, Y 80. Also noch ein Stück hoch. Dann rüber, wieder hoch und schließen. So. Für den Fall, dass Sie mal was falsch gemacht haben, wie gesagt, das mit zurück habe ich schon erklärt, wenn Sie im Befehl drin sind, aber selbst wenn Sie jetzt was geändert haben, dann können Sie jederzeit hier so einen Punkt wieder anklicken und den neu setzen. Ja, also entweder so oder so, oder die Koordinaten einfach eingeben unten. Ja, das wäre jetzt 170, 130, gebe es einfach ein, 170, 130 und es passt wieder. Ja, also so können Sie auch im Nachhinein noch korrigieren, falls Sie hier etwas falsch gemacht haben. Machen wir jetzt das A, ich wechsle jetzt den Layer auf A und werde jetzt hier das Ganze wieder eingeben oder halt über Raster fahren gehen, gehe jetzt auf Pull-Linie. Und raste jetzt hier ein. Der Abstand wäre dann 210, also hier. Und fahre jetzt hier hoch auf die 210, 110. Dann hier rüber. Das wäre jetzt die 230. Genau. Dann zwei Einheiten hier rüber. Zwei Einheiten hier runter. Und wir wären jetzt hier bei x 270, 110 wieder. Hier wieder runter, hier wieder rüber, 250 genau, hier nach oben bis hin zu, ja, zu, was heißt Y, 100, genau, dann hier hoch,
hier runter, hier runter und schließen. Ja, Sie sehen, normalerweise geht das mit dem Rasterfang viel schneller. Jetzt müssen wir hier noch die beiden Linien zeichnen. Die sollen ein bisschen dünner sein. Also wechsle ich jetzt hier meine Linienstärke von Layer, wo es 0,5 eingestellt war. Sage ich hier, nimm die Linienstärke nicht von Layer, sondern nimm eine andere, nämlich 0,35. Und gehe jetzt hier auf Linie und zeichne jetzt hier die Sachen ein. Also hier bei 90 soll einer sein. Enter. Wiederhole den Befehl mit der Leertaste und fange nochmal eine Linie an hier unten. Und die wäre dann bei 70. Und hier drüben wieder mit Enter oder Escape abschließen. Und die Linie ist fertig. Wechsle jetzt hier noch auf den Layer D. Hier in Eigenschaften aufpassen, gehe ich wieder auf von Layer. Und zeichne jetzt noch das D. Gehe also wieder auf Polylinie. Fange jetzt meinetwegen hier unten bei diesem Punkt an. Das wäre 290. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt schon was gezeichnet haben, können Sie mit dem großen Fadenkreuz relativ leicht fluchten und im Rasterfang und müssen dann auch gar nicht mehr unbedingt alles ablesen oder eingeben. Und jetzt fahre ich hier rüber, brauche ich jetzt 330, sind wir eh schon da. Jetzt hier runter bei Y von 300, nee, Y von 110. So, noch ein Stück hoch und X wäre hier 350. Ja, jetzt fahre ich hier wieder runter. Y wäre jetzt hier, ja, es passt hier eh, hier runter und wieder schließen. Halt, verklickt, schließen. So, hier ist noch der mittlere Bereich, den mache ich wieder etwas dünner. Gehe also jetzt wieder auf Eigenschaften, dann auf 0,35. Verwende jetzt eine andere Strichstärke, gehe dann wieder auf Polylinie und zeichne jetzt hier das Innere. Das hat ein X von 310 und eine Höhe von 70. Fahren das jetzt hier ab. Das war 320 und jetzt haben wir hier ein X von 330. Na, ich glaube, das haben wir zu dick gemacht jetzt hier. Wenn ich jetzt mal so schaue, 330. Gehen wir noch eins zurück. Es ist, glaube ich, doch nur ein Kästchen. Dann gehen wir hier runter und schließen das.